Wissen Sie, was für mich die schlimmste Wetterlage ist? So nasskaltes Wetter. So, dieses Wetter. Genau das meine ich. Also wenn es so in Dauerregen hat und da habe ich noch gar nichts für übrig. Wenn jeder Schritt hier unten, wenn man bei jedem Schritt im Boden einsinkt, das ist noch gar nichts für mich. Kriege ich die Krise dran. Jetzt haben wir bestimmt 2 Wochen so ein Wetter gehabt. Und jetzt erstmal, wo ein bisschen die Sonne rauskommt, da denke ich, nutze mir die Chance, mach mal einen kleinen Gartenrundgang. Kommen Sie mal einfach mal mit, schauen Sie sich mal an, was hier noch so wächst oder nicht wächst. Ich versuche auch nicht allzu lange zu bleiben heute, nicht allzu lange zu sein heute. Wir machen das einfach mal von hinten an. Weil hier hinten waren ja die Sonnenblumen. Da wollte ich ja Sonnenblumenkerne ernten. Hallo und herzlich willkommen wieder bei neulichimgarten.de/blog und auf meinem Kanal. Fangen wir mit den Sonnenblumen an. Sagt keiner, hier wären keine Sonnenblumen gewachsen. Jede Menge. Aber glauben Sie, die Vögelchen hätten noch nur ein Körnchen für mich übrig gelassen? Da ist nichts mehr. Die haben das alles leer gefressen hier. Hier haben wir noch eine, wo noch was drin ist. Aber selbst die Körner sind teilweise in der Mitte angepickt. Man sieht das. Und mir scheint, die keimen auch schon wieder. Die paar, die noch übrig sind, die keimen schon wieder. Die ersten waren, die ersten Sonnenblumen hier, da haben sie gar nichts von übrig gelassen. Ist also nichts mit leckerer Knabberei dieses Jahr. Da frage ich mich doch wirklich, wie kann man überhaupt jemals so einen Sonnenblumenkern ernten hier? Also das ist doch unmöglich. Müsste ich die jetzt alle einpacken? Wie machen die Bauern das denn? Aber da hinten, da fallen die ersten Blutpfirsiche. Gehen wir mal kurz gucken. Hier haben wir eine, die runtergefallen ist. Gucken wir uns die mal an. Die sind noch nicht reif, noch ein bisschen hart, aber sie sind knallig rot innen drin. Die Marmelade davon, die ist echt lecker. Aber ein paar sind ja noch übrig. Und das Bäumchen ist ja auch erst jung. Das ist ja erst im ersten Jahr hier. Da setze ich also viele Hoffnungen drauf, auf dieses Blutpfirsich-Bäumchen. Ich hatte ja an jede dieser Sonnenblumen unten so eine Trockenbohne hingelegt. Also eine, die ausreift um für Körnerbohnen. Da ist überhaupt so gut wie nichts mehr von da. Die sind von denen völlig überwuchert worden. Und diese ganzen Blümchen, die hier vom letzten Jahr noch drin wachsen. Also Sonnenblumen in dieser Konstellation passt nicht. Da ist keine zu finden. Bis auf einige wenige Ausnahmen hier. Aber was da an Bohnen dran hängt. Also, wie sieht das aus? Das ist also nichts. Ist aber nicht weiter tragisch. Ich habe an anderer Stelle noch genügend Trockenbohnen. Also daran wird es nicht scheitern. So, weiter geht's. Was sich enorm gut gemacht hat, sind die Futterrüben. Die sind wir schon fleißig am Verfüttern hier. Das sind doch schon mal ordentliche Kolosse hier. Legen wir mal hin, gehe ich gleich abholen. Nächster Punkt. Was uns eine enorm reiche Ernte eingebracht hat, Stangenbohnen. Da war ich ja zu faul, ein Stangenbohnengerüst aufzubauen. Habe ich hier alle an die Maispflanzen unten jeweils eine, zwei dran gehängt. Ich weiß nicht, 2 Schubkarren davon haben wir schon gehabt. Viel zu viel. Werfen wir mal einen Blick drauf. Da habe ich verschiedene Sorten ausprobiert. Gelbe, grüne flache, grüne runde. Aber am besten macht sich immer noch hier die Sorte Limka. Die sind für meine Vorstellung die besten. Nicht die ertragreichsten, aber also zumindest in dieser Konstellation, in diesem Anbau, nicht die ertragreichsten. Da sind die gelben besser. Aber immer noch weit mehr, als wir jemals verbrauchen können.
Und wo wir gerade wieder hier im Maisfeld stehen, werfen wir noch mal einen Blick auf den Mais. Der ist nämlich im letzten Jahr besser gewesen als in diesem Jahr. Weil ich habe reichlich Kolben wie diesen hier. Das ist ja nur kein Maiskolben. Aber natürlich sind auch schöne noch dabei. Das ist ja Körnermais, der muss ausreifen, austrocknen. Das dauert noch eine Zeit lang. Und natürlich wächst hier noch Kürbis dabei. Hokkaido, ich weiß nicht, 12, 13, 14 davon werden wir zusammenkriegen. Die Pflanze ist so gut wie hin. Die Blätter sind kaputt. Aber Kürbisse, die müssen wir jetzt die Tage mal ernten. So, raus aus dem Tohuwabohu hier. Gehen wir weiter zu den Kartoffeln. Die haben sich nämlich in diesem Jahr enorm lange gehalten, aufgrund der trockenen Witterung. Aber jetzt ist Schluss mit lustig. Bei den Kartoffeln warte ich jetzt noch ein bisschen trockeneres Wetter, damit die Erdklumpen nicht so da dran hängen, wenn man die erntet. Und dann kommen die raus. Die einzige Sorte, die besser ist, ist Sapomira. Die ist noch grasgrün. Die trotzt also wirklich jeder Witterung. Unter anderem sind da nämlich auch blaue Kartoffeln dabei gewesen. Da gibt es einen eigenen Film drüber. Irgendwann mal. Ich sehe ja immer zu, dass der Boden möglichst bedeckt ist. Alles, was irgendwie frei geworden ist an größerer Fläche wie hier. Brokkoli, da Blumenkohl, Gründüngung eingesät, hier Phacelia und da Klee, damit das alles schön bewachsen ist. Bin mal gespannt, ob das noch alles zur Blüte kommt. Aber wir haben ja noch Zeit genug. Ich muss auch mal dringend den Kohl ernten. Rotkohl, Wirsing, Superschmelzkohlrabi. Also die könnte mit etwas Glück noch einen neuen Rekord geben hier. Ziemlich dickes Ding. Aber die brauchen Platz. Ich habe hier daneben noch eine gesetzt, die geht auch noch. Aber ganz hinten die dritte, die ist mickrig klein geblieben. Dafür ist Wirsing exorbitant gut gelaufen in diesem Jahr. Dicke Dinger und derer reichlich. An so einem Wirsing-Eintopf, ja, so einem großen Topf mit einem Wirsingkopf drin, da haben wir gut und gerne 2 Tage mit 4 Personen dran zu essen. Salate. In ausreichender Menge. Ziemlich viele davon schon geschossen, wie der hier, Endiviensalat. Oder andere, die ich bewusst aussamen lasse. Weil die Sorte hat mir gefallen hier. Die ist schön. Die wird nicht so groß, so kleine Portionsköpfchen. Das ist prima. Rosenkohl. Normalerweise mache ich diese Spätsachen ja nicht. Rosenkohl, Grünkohl, die so lange stehen. Aber in diesem Jahr habe ich mal probiert. Und die sehen auch richtig gut aus. Also da rechne ich mir noch eine tolle Ernte bei aus hier. Und ich nehme an, die paar Kohlweißlinge, die noch rumfliegen, die werden denen auch nicht mehr viel tun. Buschbohnen, jede Menge. Ich habe sie nachher hängen lassen. Kein Mensch kann so viel Bohnen essen. Geh mal den Gang entlang. Der Frühporree hier auf der linken Seite. Toll. Klar erreiche ich nicht die Stangenstärke, wie die Profis das erreichen. Aber es reicht immer noch locker aus.
Kann man jetzt hier im Schatten schlecht sehen, aber. Und ich mache es wohl nicht auspacken, aber das ist wirklich ausreichend. Wie gesagt, Bohnen, gelbe, grüne, kein Mensch will sie mehr haben. Aber ich muss zugeben, die Sorten, die ich gewählt habe, die waren nicht ideal. Die liegen auf der Erde hier. Und dann faulen die, vor allen Dingen, wenn es regnet. Das ist nicht das Ideale. Gemüsezwiebeln, wie in jedem Jahr. Unmengen. Lässt sich doch sehen. Muss ich auch bald ernten. Da hinten ist noch eine größere. Ja, ist das nix? Ordentlich. Ich habe Trockenbohnen angesprochen. Hier an dem Zuckermais hatte ich auch Trockenbohnen unten dran. Einmal Kidneybohnen und einmal irgend so eine Borlettobohne, so eine rot hell gesprenkelte Sorte. Mal sehen, ob vor allem die Kidneybohnen, ob die noch ausreifen. Weil gesät habe ich die ja erst, nachdem der Mais so 20, 30 cm hoch war. Und das ist vielleicht für eine Kultur, die lange steht, wie Kidneybohnen, die ja nur eigentlich nicht bei uns hingehören, doch recht kurz. Diese Borlettobohnen machen sich da besser. Die sind erheblich weiter. Da sind auch schon Bohnenkerne drin zu fühlen, was in den, wie heißt es, Kidneybohnen nicht der Fall ist. Also wenn Sie ein Beispiel suchen für Gemüse, was keine Arbeit macht und Unmengen an Ernte einbringt, hier, Neuseeländer Spinat. Zwei Pflänzchen waren das. Was sind das jetzt? 3 mal 3 Meter. Und dabei habe ich an der Seite schon abgeschnitten. Ey, da wäre so viel Neuseeländer Spinat draus zu machen hier. Es ist ein leichtes, habe ich schon oft genug gesagt, es ist ein leichtes, auch in einem kleinen Garten, Unmengen an Gemüse zu produzieren. Mit den Dingern habe ich keinen Erfolg hier. Also ich weiß nicht warum. Gewachsen sind die wie bekloppt. Hier, wie heißen sie? Andenbeeren. Aber da reift keine Frucht von außen. Es sind ein paar dran, aber ausreifen tun die nicht. Ich weiß nicht warum. Ich habe sie schon im Gewächshaus versucht. Ich habe sie hier versucht, im Freiland. Das wird nichts. Auch Riesenpflanzen geworden, die zwei Stück hier. Ich würde mich ja schon freuen, wenn ich nur ein paar davon ernten würde. Ich weiß nicht, war das beim letzten oder vorletzten Gartenrundgang, wo ich gesagt habe, ich hätte das Unkraut so schön unter Kontrolle. Nachdem der Rehen anfing, es fehlte wieder an allen Ecken und Kanten die Zeit. Das haben wir hier. Es scheint angefressen zu sein. Was ist das? Ich weiß nicht mal, wie sie heißen hier. Zuckerhutsalat. Auch ordentlich. Das müsste Erdkirsche sein. Die habe ich vor 2 oder 3 Jahren das letzte Mal gehabt. Ich habe hunderte von diesen Pflänzchen überall im Garten ausgerissen. Hat sich selbst ausgesamt. Überall diese Dinger hier. Wahrscheinlich, wenn ich überhaupt nichts tun müsste, wenn ich überhaupt nichts in die Erde bringen würde, ja, würde ich immer noch reichlich ernten. Berge von roten Beeten. Sellerie steht da hinten noch zwischen. Kartoffeln, die ich im letzten Jahr nicht ausgemacht habe, weil die liegen geblieben sind. Winterporree. Der kommt auch ganz gut. Und Unkraut, wohin ich auch gucke. Komm, braucht kein Mensch. Lauchzwiebeln. Unglaublich. So ein Zeug. Ich bin bald wieder an dem Punkt, wo ich sage, es muss jetzt dringend frieren, dass das ganze Zeug weggeht. Irgendwann im Jahr ist das immer so, dann ist einfach zu viel davon. Dieses Feld war Versuchsfeld. Da waren Wassermelonen, diverse Melonen drauf. Keine einzige geerntet. Dafür den Kürbis hier. Das Ding hat sich was ausgebreitet. Muscat de Provence.
schon weit aus dem Garten raus, über das gesamte Versuchsfeld hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 solche Dinger. Unglaublich. Aber ich habe mir sagen lassen, die müssen noch die Farbe ein bisschen wechseln, so Richtung Braun, damit die richtig reif sind. Hier, der fängt nämlich schon ein bisschen an. Der auch. Also alles in allem ein Riesengewächs. Die Wespen sind wieder dran, an den Birnen. Ja, mal eine probieren. Ja, nehmen wir die hier. Hm. Kann man schon essen. Die sind lecker. Fragen Sie mich nicht nach der Sorte. Das ist so ungefähr mein Frühstück. Jeden Morgen, wenn ich hier rausgehe, da gehe ich mir ein Birnchen oder ein Äpfelchen holen. Zum Frühstück. Weit aus dem Garten raus, dieser Kürbis. Bis über die Hirse. Und es kommen immer noch neue. Den Wind oder schon fast Sturm, den wir die letzten Tage haben, der hat der Hirse auch nicht gut getan. Viele davon ist umgefallen. Aber da will ich nicht allzu viel zu sagen. Da gibt es ja noch weitere Filme von. Von der Hirse. Hier vorne, die Brache, hatte ich mit Phacelia eingesät. Die kommt alle schon wieder neu raus, die zweite Generation. Ich hoffe, damit habe ich eine Menge an organischem Material in die Erde gebracht. Weil das Gestrüpp da unten hat sich hier zu einer dichten Lage drauf gebildet. Ich sag ja, Andenbeeren, wohin man guckt. Erdkirschen, so heißen sie. Der Baum mit den Kochbirnen hängt wieder so voll, oder Kochbirnen oder was auch immer für Birnen das sind, der hängt so voll. Unglaublich. Eine Schubkarre habe ich schon weggefahren. Und was hängt noch drauf? Noch 3, 4 Schubkarren. Und würden die nicht alle runterfallen, ich hätte eine ganze Einachse an Ladung voll. Ach, noch mehr. Weil unter der Last war ein Ast abgebrochen. Und da habe ich die schon mal vorsorglich geerntet. Wunderhübsche Trauben. Aber ich sehe, jetzt wird Zeit wirklich zu ernten. Da sind die ersten Wespen dran. Mal schmecken. Köstlich. Das Quittenbäumchen. Über und über voll mit Quitten. Auch eine ganze Schubkarre voll. Ich sag Ihnen, diese ganze Menge, die hier produziert wird, die kann kein Mensch verbrauchen. Jetzt sind mir ja 2 Apfelbäumchen eingegangen. Und es sind noch einige andere, die sehen nicht gut aus. Aber die, die wirklich noch gut aussehen, wie der hier, oder da hinten den, die hängen so was von voll. Die sind natürlich völlig falsch geschnitten. Das sind ja Buschbäumchen. Ich habe die viel zu ausladend wachsen lassen. Aber ich sage Ihnen, die sind voll. Ist natürlich unter der ganzen Kapuzinerkresse, die hier wächst, kaum mehr zu erkennen. Ist aber so. Habe ich doch im letzten Jahr mal einen Film über Himbeeren gemacht, dass das so schlecht gelaufen ist, wegen der feuchten Witterung. In diesem Jahr war die Witterung wesentlich besser, zumindest über weite Teile. Da haben wir wieder eimerweise Himbeeren geerntet. Jetzt haben wir wieder Regenwetter. Jetzt schimmeln sie wieder alle. Die war auch nicht in Ordnung. Die sieht zwar gut aus, aber vom Geschmack her war die nicht in Ordnung. Was aber nichts heißen muss, wir haben Himbeeren en masse gehabt. Ebenso sieht das nach einem blendenden Walnussjahr aus.
Das Bäumchen, das ist jetzt von uns, oder die zwei Bäumchen, das ist von uns, da hinten, der ist noch einer, der vom Nachbarn überhängt. Da hängen so viele Walnüsse dran. Unglaublich. Ja, die platzen schon langsam auf. Kann nicht mehr lange dauern. Auf die Walnüsse freue ich mich nämlich jedes Jahr besonders. Die sind lecker, die kann man immer so zwischendurch knabbern. Wenn ich eben keine Sonnenblumenkerne habe, dann knabber ich eben Walnüsse. Kurz ein paar Worte zu den Bienen. Im Moment bin ich bei 12 Völkern, aber die sehen nicht alle besonders gut aus. Will da gar nicht näher drauf eingehen, das ist ein anderes Thema. Sind ja sowieso viel zu viele. Es hat auf jeden Fall mit der Ameisensäurebehandlung, die erste, die ich gemacht habe nach der Honigernte, wieder nicht funktioniert, so wie das eigentlich sollte. Ich habe Völker dabei, da fallen am Tag 5 Milben. Ich kann Ihnen sagen, diese Bienengeschichte, die zerrt an den Nerven. Die mussten jetzt bestimmt 2 Wochen so gut wie ohne Flugbetrieb auskommen. Und das ist der erste Tag, wo sie mal wieder unterwegs sind. Und noch 2 kurze Worte zu den Kaninchen, bevor wieder jemand fragt. Ich habe sie in diesem Jahr noch nicht decken lassen. Wir haben die Kühltruhen noch voll mit Kaninchenfleisch. Es sind immer noch 3, 2 Weibchen und 1 Rammler. So, ich glaube, hier hinten habe ich das Gröbste abgearbeitet. Gehen wir mal nach vorne. Im Gewächshaus und was da sonst noch so ist. Was hier 3,50 Meter hoch wächst. 3,30 Meter. Topinambur. Ich konnte sie ja nicht wegschmeißen. Da habe ich hier so eine kleine Ecke hier mitten im Rasen mit diesem Zeug einbepflanzt. Riesendinger geworden. Aber auch hier drin hat der Wind ein wenig gewütet. Die sind zur Seite gebogen worden. Kommen Sie noch mal mit ins Gewächshaus. Ich zeige Ihnen noch, was hier wächst. Und dann sind wir auch so gut wie durch. Direkt hier auf der rechten Seite, das ist so eine Art Stielmus, aber irgendwie aus Spanien oder sowas. Also irgendeine Sorte, die in Deutschland nicht zu kaufen gibt. Vielen Dank an die Spender. Wächst rasend schnell und dürfte ein paar Mittagessen geben. Daneben ein Beet mit Ulmer Ochsenhörnern. Kennt die jemand? So eine Art Kohlrabi. Hier unten kann man das sehen. Diese Dinger, die werden nachher so knollendick. Hier. Eine ideale Herbstkultur. Berge von Chilis habe ich geerntet. Und es hängen immer noch jede Menge dran. Die Paprikaernte fängt bald an. Die sind aber in diesem Jahr nicht so gut gelaufen, wie ich das aus den vergangenen Jahren gewohnt bin. Aber na gut, wenn der erste Frost spät kommt, dann habe ich noch eine Chance. Auch hier sind mir die Samen durcheinander geraten. Die wollte ich eigentlich gar nicht haben, weil die sind viel zu mühselig zu putzen. So habe ich eben in jedem Jahr irgendwelche Überraschungen dabei. Das gehört zum Stil meiner Gärtnerei. Hier stammt eine Gurke. Da gibt es auch noch einen Film drüber. Das ist jetzt Chinakohl und Herbstrüben, irgendeine Herbstrübenart. Chinakohl und Herbstrübe. Auf der anderen Seite erzähle ich Ihnen nichts von. Ganz besonderes Gewächs. Gibt, so hoffe ich, auch noch einen eigenen Film drüber, wenn sie noch reif werden. Wir ernten Tomaten en masse. Und die meisten sehen auch noch ziemlich gesund aus. Das Einzige, was sich hier im Gewächshaus hartnäckig weigert, irgendwelche nennenswerten Früchte zu bringen, ist dieses mexikanische Mini-Gürklein oder wie das Ding hier auch immer heißen mag. Ist wieder eine Riesenpflanze geworden. Aber nichts dran. Auch da musste ich schon wieder jede Menge Kram wegschneiden, weil das alles überwuchert hat. Und wir sind jetzt gerade mal erst so weit, dass die ersten winzigen Früchtlein hier zu sehen sind. So, das war ein kleiner Gartenrundgang. Ich glaube, ich habe da in diesem Jahr echt ein bisschen übertrieben. Ich kann Ihnen das sagen, da ist so eine Menge an Zeug. Allein die Wirsinge, das waren ein paar 20 Stück, die da wuchsen. Ein Teil haben wir schon verschenkt,
20 Wirsinger, die da wuchsen. Ich kann Ihnen sagen, da können Sie den ganzen Monat von essen. Kartoffeln in Mengen, Tomaten in Mengen, Äpfel in Mengen, Birnen in schier unermesslicher Fülle. Ich bin immer wieder entsetzt, was am Ende vom Jahr da so rauskommt. Das fängt ja immer so langsam an, das Jahr, und steigert sich dann, kumuliert dann, und irgendwann hat man die Mengen an Zeug da. Da legt man die Ohren an. Okay, kleiner Gartenrundgang. Mitte September. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Weiterempfehlen. Kanal abonnieren. Dranbleiben. Kommentieren. Bis dann. Tschüss. Überall im Garten aufsammeln. Steine, Platten, Folien, Stöcke. Irgendwo muss auch meine Wühlmausfalle noch sein. Die muss ich irgendwo mal finden. Und dann nehmen wir natürlich direkt was mit zum Mittagessen. Das sind Rüben. Habe ich sehr spät im Jahr gepflanzt oder gesät.